Ich habe jetzt eine Waffe. いつまで寝ているのですか。あ、okay。私は甘やかしませんよ。はい。私は甘やかしませんよ。いくさも敵も待ってはくれないのです。やっと起きましたね。いや、別に怒ってはいません。そう見えるのはあなたが寝坊した負い目があるからではありませんか。 Bist du wütend oder ich verstehe es nicht? Netter Mantel. Ja, hi, boah, 30. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Feuersiegel. Verheiraten. wir sind heute in Kapitel Rino 25. Das letzte Siegel. Und ja, cool, ne? Ich entscheide mich mal auch, die Bandgespräche jetzt zu machen, aber nur da deswegen, weil ich nur zwei von denen habe, ne? Also kann man die auch hier schnell durch. Also ich habe ich mir vergessen zu notieren, ich glaube nicht, ne? Und zwar das waren eigentlich nur, ne, das war schon mal sehr guter Start in den Abend, ne? Nach 2 Minuten ist das Aufnahmegerät schon wieder hier hops gegangen, ne? Ich weiß nicht, wieso das jetzt in letzter Zeit so oft passiert. Aber ja, gut. Was ich sagen wollte: Ich habe noch 2 Bandgespräche. Einmal mit Live und einmal mit Rafael und einmal mit Nell. Ne? Rafael hat mit Live und Nell hat mit Lucina. Die gehen wir jetzt ganz schnell durch, ne? Ich meine. Ja. Wenn mich mein Ding ja heute lässt, ne? Und ich habe den nur bis Level 5 hochgelevelt. Weil mir die Bandgespräche relativ, weil die Bandfragmente ja langsam so ein bisschen knapp werden, ne? Ich habe zwar eigentlich genau genug mit denen, aber lassen wir mal, ne? 5 Level bis zu Level 10, das wird relativ lang dauern, ne? Ich weiß nicht, warum jetzt mein Aufnahmedingen jetzt hier in letzter Zeit so am Rumzicken ist. Aber okay. Ich merke das immer relativ schnell, weil ich auf meinem PC jetzt hier am Aufnehmen bin. Am Spielen bin. Von daher sehe ich das immer sofort, ne? Ich wünsche mir trotzdem, dass das nicht so oft passiert. Ja, weil das ist ganz schön nervig. Da muss ich dann immer so zusammenschneiden. Noch in 2 Minuten Part jetzt hier gleich. Außerdem komme ich dann so ein bisschen durcheinander mit der maximalen Länge dieses Parts. Also ja, das sind nur negative Sachen. So, geht jetzt länger als 2 Minuten. Sieht so aus, ja, ne? Gut. Gut, wir gehen erstmal zum Brunnen. Und schmeißen wieder unser Mittagessen da rein, ne? Administration. Warte mal, ja, wir haben einen Rührkuchen. Hm, habe ich da einen Purgativ? Ne, habe ich letztens da eingepackt, ne? Boah, ich habe so viele Donner. Pack einen da rein. Weil ich so viele Sachen nicht hier reinpacken kann, man. Ich glaube, höher als Dings wird das heute nicht, ne? Wobei, da habe ich eigentlich auch genug. So. Und jetzt habe ich ja nichts. Kann ich meinen Volkswagen da reinwerfen? Ja, mehr als 2 Sterne wird das, glaube ich, nicht, ne? Na, no, dann rein da. Muss ich eigentlich auch nur einen von denen einpacken, ne? Ja. Aber so. Gut, haben wir das erledigt. So, dann schauen wir uns ein paar Gespräche an. Ich hoffe, das Spiel wird jetzt nicht abstürzen wieder, weil sonst muss ich wieder zurück zu meinem Zimmer gehen und von da aus sie abspielen.
und das ist ein bisschen nervig. So, wir haben hier Lapis zweimal, einmal mit Celine und einmal mit Anna. Schauen wir uns mal Celine und Lapis an. ありがとうございます。ですが、王女様がこんなことを覚えても、お役に立つでしょうか。お店で茶葉が買えるのですから、野草を摘む機会なんて。シャーフィ、ich dachte, er hätte eine Felsen. Wir weisen Dinger damit herum. よろしくね、ラピス。 Und dann Lapis und Anna. Zwei Mädels sind rot. Das ist ja Anfang von einem Bandgespräch. それだけじゃないのよ。雪だるまが持っている鈴の部分を回してみて。 お、はあ、音楽が流れ始めた。どういう仕組み？中にオルゴールが入っているのよ。捨ててあったものを使ってみたの。あとは見る角度を変えるとピカピカ光るようにもなっているわ。小石をいろんなところに散りばめておいたの。すごい大天才だわ。あなたとんでもない逸材よ。 その辺に落ちているものばかりだから、材料費はなし。それなのにこんなに可愛い。最高じゃない。喜んでもらえてよかったわ。素敵な機会をくれてありがとう。うんうん。俺を言うのは私の方よ。あらひとつ。ちょっとドラ青ん。カッチング。カッチング。 Oh, Profit. So, dann haben wir Ivy und Raphael. Okay. Zu meinem Team sage ich gleich mehr ein bisschen.知らないのなら他のものがいいかしら。心配ない。理解さえできれば用意しよう。じゃあ説明するけれど、学園はみんなで集まって学ぶ場所よ。イルシオンでは一定の年齢になると学園に通うの。同年代の者が勉強したり交流を深めたりするわ。それは王女たるお前が欲するほどのものか。学び 交流するだけの場所が。ええ、そうよ。学園での時間は私にとっては大切だったの。あの場所で私はかけがえのないものを得たわ。今でも私を支えてくれる宝物よ。では、その宝が何か教えろ。
Wir reden heute etwas aneinander vorbei. Wollen wir denn ihren Wunsch erfüllen? So, da ist viel mehr Sinn machen, wenn ich mir die Supports alle nacheinander anschauen würde, ne? Warum ist er eigentlich so freundlich zu ihr? Ich bin in Gefahr. Ich bin in der Klemme, meine ich. So, dann haben wir Vale und Pandreo. Das kann vielleicht ein bisschen lustig sein. Weil sie ist ja irgendwie das Gegenteil, was er glaubt, ne? Lass mich den Boden, auf den er läuft, küssen. Ja, theoretisch ist mein Charakter auch kein Würmgott, wenn man so darüber nachdenkt, ne? Das ist eigentlich schon ein bisschen merkwürdig. Okay. Ein bisschen ernster als ich gedacht hätte. Ich dachte, er wäre irgendwie ein bisschen witziger. Egal. So, dann haben wir die beiden Brodia-Brüder. ブロディア王国は守れんぞ。兄上、どうなされたのですか？そんなに汗をかかれて。スタルクか。恥ずかしい姿を見せてしまったな。心配しなくていい。魔導士たちと鍛錬をしていただけだ。兄上が鍛錬でここまで疲弊しているのは見たことがありません。何かのご病気かもしれません。すぐに医者を。そうではない。スタルク、以前私に弱点がないのかと聞いたな。これが 私の弱点だ。魔導士との鍛錬が弱点？どういうことなのですか？幼い頃、魔法の扱いに失敗して大怪我を負ったことがあってな。それ以来ずっと魔法が怖いのだ。兄上が？もちろん。ちょっと待って、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 ちょっと待
direkt bei ihm gelandet. Das ist eine Lizenz von 12, der natürliche. Da sind einige sehr viel schwächer dran. Saphir, Zerkopf, ja, Butcheron, ja. Ich will gar nicht auf meine. Okay, sie hat genauso viel. Okay, krass. Ja, dann. Ich habe das alles so ein bisschen auf den letzten Drücker gemacht. Ich habe das irgendwie so vorausgeschoben, mir das Zeug alles zu machen. Ich habe erst heute hier Schwimmbad und Obstgarten und all so was gemacht. Ne? Ich glaube, wir haben alles fertig. Ne? Bin jetzt nicht so sicher. Normalerweise mache ich das schon innerhalb des nächsten Tages oder irgendwie so was. Aber diesmal habe ich das so ein bisschen vorausgeschoben, weil ich auch nur, weiß nicht, so zwei Parts abgelaut habe letzte Woche. Weil ich glaube, ich bin fertig, ne? Ich habe auch zweimal Genshin gestreamt dazwischen. Oder reicht jetzt erstmal. Werde ich wahrscheinlich diese Woche nicht mehr machen. Mal schauen. Aber ich will Veil of A bekommen. Da kann mich auch niemand drauf, obwohl ich habe ja einen Stab gegeben, von daher wird sie wahrscheinlich ein bisschen heilen, dann wird sie schon sofort bekommen. So, ich wollte mal Alfred und weiß ich nicht, Timera, ne? Ja, ne? Ah, keine guten Sachen hier. Wow, die haben eine Menge Sachen gemein hier, sehe ich gerade. Wow. Eine Menge Sachen, die irgendwie ja. Alles bis auf Resistenz. Heiße Krebs. Krebs, was packst du dabei? Ist das eigentlich egal? Kann ich einfach mal. Was passiert eigentlich? Ich meine, Fischkrebs, gibt es sowas? Ja, ne, ich packe jetzt einfach mal da rein, weil da hat mich schon immer irgendwie gewundert. Ich weiß, wenn ich irgendwie halt vollkommen verkehrt da reinpacke. Kommt da irgendwie was sehr komisches raus? Na okay. Ja, irgendwie funktioniert und ich krieg trotzdem Resistenz. Scheint irgendwie so immer so ein Trend zu sein, ne? Ich mach die Musik. So, ich habe eigentlich genug Banddinger. So, wir sind in Kapitel 25, ne? In einigen Fällen beim Spielen wäre das schon das finale Kapitel, ne? So, wir sind fertig, ne? Mein Team. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch so viele Kapitel kommen nach diesen Kapiteln, ne? Deswegen habe ich mir jetzt mich mal hingesetzt und mir mein finales Team zusammengestellt, womit ich hier so in den Endkampf ziehen werde, ne? Mein Hauptcharakter ist schon fertig, Level 20, ne? Dem brauche ich nicht mehr dieses Erfahrungsding in hier geben. Hier, das hier, ne? Damit er mehr Erfahrungspunkte kriegt. Das ist schon mal gut, ne? Ich habe ihm Schwertagilität gegeben, damit er mehr ausweichen kann jetzt. Sonst hat er, glaube ich, immer Verteidigung plus gehabt, aber hat eigentlich schon relativ genug. So, außerdem krittet er ein bisschen weniger und nimmt nicht irgendwie die Kills von anderen Leuten immer weg. So. So, und ich habe dann mich mal hingesetzt, mir so nachguckt, wen packe ich denn jetzt so in mein finales Team rein, ne? Ich habe mir jetzt 12 Charaktere plus noch zwei andere ausgesucht, ne? Weil ich nicht weiß, wie viele Charaktere ich ins Finale mitnehmen kann. Aber 12 habe ich ganz sicher schon mal hier vorbereitet, ne? Und zwar haben wir einmal Alfred, ne? Also alle Hauptcharaktere, also alle Titelcharaktere, ne? Die wichtigen Charaktere. Dann haben wir Alfred mit Sigurd, ne? Ich habe den übrigens auch schon hier alles irgendwie so Charaktere gegeben, mit denen ich den in dem Finale gehen kann, ne? So, Lapis will ich mitnehmen ins Finale. Sie hat bei Lev. Sie hat hier das ultimative Schwert, das wir haben. Ich will jetzt auch bei ihr bleiben. Alfred hat keine einzigartige Waffe. Weiß nicht, ob ich vergessen habe oder nicht, aber ich glaube, das reicht schon, ne? So, Ivy soll ins finale Team eingehen, ne? Hier habe ich hier Nova gegeben, Foron, Bolganon
und Celica, ne? Ich habe erst darüber nachgedacht, einigen Charakteren ja die Charaktere zu geben, die sie auch im Intro hatten, ne? In dieser Intro-Cutscene, welche übrigens immer noch für mich keinen Sinn macht. Ich hoffe, das wird immer noch erklärt irgendwann, ne? Aber in der Intro-Cutscene hatte sie, glaube ich, sie hatte Lucina, ne? Ne, Alfred hatte Lucina und Ivy hatte, ich glaube, Lynn. Aber Lynn wird irgendwie relativ wenig mit ihr bringen. Deswegen, ja, habe ich die dann noch so ein bisschen umgeändert. Klar. Diamant hatte zum Beispiel Roy, ne? Aber Roy finde ich auch irgendwie nicht so gut mit ihm. So, Vale kommt natürlich auch ins Finalteam, ne? Mit Mikaya. Hier habe ich diesen super Ausweich durchgegeben, ne? Den normalerweise Yunaka und Zellkopf haben. Und ihre zwei persönlichen Waffen, etwas Heilung und noch, ja, noch Elfenwind, ne? Weil er einfach mal hochgeblatt war. So, Temera, ihr habe ich, genau, ihr habe ich den ultimativen Schwer gegeben, ne? Boreonak. Scheint sie auch nicht so runter zu ballern, ne? Geschwindigkeitsmäßig, doch. So, Feuerlanze, Meisterlanze, kennt man schon alles mit ihr, ne? So, Zellkopf habe ich zur Not noch vorbereitet, ne? Bei ihm würde ich wahrscheinlich den Eisen durchgeben. Also die Charaktere, die jetzt alle diese Fire Emblem Hauptcharaktere Emblemringe haben, also so Sachen wie Ike, sie hat übrigens Ike, so Ike, Celica, also alle Charaktere, die nicht DLC Ringe haben, das sind die 12 Charaktere, die ich mir ausgesucht habe für das Finale. Zellkopf hat hier zum Beispiel Chrom, ne? Ihn habe ich noch vorbereitet für den Fall, dass ich 14 Charaktere mitnehmen kann, ne? Dann haben wir ja Anna und Corin, sie wird dafür sorgen, dass wir die Gegner alle festnageln können, deswegen hat sie den Langbogen. Sie hat hier die ganzen magischen Waffen, Orkanax, Sonnenbogen. Ich habe ihr diese Anna von Fire Emblem Heroes Axt gegeben. Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? So, dann nochmal Diamant und Roy. Okay, ich habe ihn doch Roy gegeben. Ja, er ist Silberschwert. Ich meine, er mit dem Silberschwert ist eigentlich schon genug, um irgendwie was reißen zu können, ne? Ein paar dicke Äxte und das super starke Schwert hier, ne? So, Etty, weil wir bauen einen Schützen, ne? Bei mir war die Wahl zwischen Etty und Alchrist, ne? Aber Etty ist eigentlich, ich finde eigentlich Etty ist sehr viel besser als Alchrist, ne? Ich meine, oh ja, sie hat, allein ihre Werte sind schon sehr viel höher. Etty macht dicke Schaden. Ich habe ihr Lynn gegeben, einfach nur, damit sie alles one-shotten kann aus der Ferne. Ne? Sie hat genug Stärke, um damit auch Leute hier wegzuballern. Ich habe ihr den ultimativen Bogen gegeben, den wir letztens bekommen haben. So, Madeline, gleiche Geschichte wie Zellkopf. Wenn wir 14 Charaktere mitnehmen können, dann packe ich sie auch noch mit rein. Ne? Der Grund, warum ich sie reingepackt habe, ist, weil ich brauche einen tankigen Charakter, ne, der halt viel aushält, und ich brauche einen Charakter, der diese Axt hier benutzen kann, weil alle Charaktere, die ich ausgesucht habe, keiner von denen hat einen S-Rang in Exe, ja? Das bedeutet, ich kann diese super starke Axt nicht mitnehmen, ne? Also ist sie sozusagen so, weiß nicht, auf der Ersatzbank. Aber falls wir 14 Charaktere mitnehmen können, dann kommt sie auch mit. Sie hat Hector ausgerüstet, weil der Stärke und Verteidigung gibt, ne? Und ja, sie wird dann auch mitkommen, ne? Einfach nur, damit ich auch einen Charakter habe, der die super starke Axt mitnehmen kann, ne? Weil sonst habe ich keinen anderen, ne? Hier, Nell und Rafael kommen natürlich auch mit, ne? Ich habe gedacht, Rafael hätte vielleicht S-Rang in Äxte, aber nee, hat er nicht. Das heißt, ihn könnten wir nicht die ultimative Axt geben, ne? Aber er braucht eigentlich nur seine Ahndung, ne? Der Tomahawk. So, Nell, sie hat ihre eigene Lanze und eine Feuerlanze habe ich auch gegeben. Die beiden kommen natürlich auch mit, ne? Weil Hauptcharakter aus dem DLC. Und dann habe ich John mitgenommen. Ich glaube, das war's, ne? Ja. Und dann habe ich noch John mitgenommen, ne? Einfach nur, weil ich sein Potenzial noch raushauen will, ne? Er hat 197 Macht. Er ist der stärkste Charakter, den ich theoretisch habe, ne? Ich muss ihn mitnehmen. Er wird am Ende des Spiels der stärkste Charakter sein. Da kommt er schon Level 20 und er hat 200 Macht. Das, oh, das ist perfekt. 200. Er ist Level 14. Er hat schon 197 Macht.
Er ist nur 3 Werte unter. Okay, als Oberpriester wird er wahrscheinlich nicht so viele hohe Werte, Maximalwerte haben. Aber ja, ich wollte ihn mitnehmen. Außerdem brauchte ich noch einen Heiler, ne? Ich wusste erst nicht, ob ich Yunaka oder Selkov mitnehmen soll. So als Diebe, ne? Falls ich überhaupt Diebe mitnehme. Aber ich habe mich dann für Selkov einfach entschieden. Er müsste theoretisch eigentlich besser sein, wegen seinem persönlichen Skill. Weil Kunst des Tötens, da kriegt sie mehr Treffer. Das ist ja voll, ist eigentlich voll dämlich, ne? Während er hier mit seinem persönlichen Skill mehr Ausweichen bekommt, ne? So. Weiß nicht, Fram wollte ich ehrlich gesagt auch mitnehmen, so anstatt John, aber John ist einfach nur so, weiß nicht. Er wird einfach sehr viel stärker werden. Ich habe keinen Key-Adepten, aber dann dabei. Vielleicht tue ich doch Fram irgendwie so mal irgendwann. Eigentlich ist ja die beste Heilerin hier im Spiel Hortensia, ne? Weil sie einfach mehr Reichweite hat und manchmal keine Stäbe verballert. Aber ja, guck mal. Ich weiß sowieso nicht, wie ich das noch handhaben werde, ne? Bevor wir in den finalen Kampf kommen, ob ich noch irgendwie so eine Trainingssession offscreen mache. Einfach nur, damit ich noch die Supports und so was freischalten kann. Ich weiß ja nicht, wie das hier abläuft, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, ne? So, spätestens wenn ich vor dem finalen Kapitel bin, werde ich wahrscheinlich nur so eine kleine Pause machen, so eine Woche oder so. Erstmal zu gucken, wie ich das hier handhaben werde, ne? So, aber jetzt würde ich sagen, wir haben hier alles erledigt, ne? Das heißt, wir können jetzt hier weiter im Text gehen, ne? Weiß erledigt. Ich habe immer noch nicht A-Rang, ich habe immer noch nicht meinen Ring irgendwie jemanden gegeben, ne? Muss ich auch noch machen. Aber wie gesagt, ich warte erstmal, bis wir vom finalen Kapitel sind, ne? Dann werden diese ganzen Vorbereitungen vor dem Endkampf noch getroffen, ne? Und dann werde ich mir schon überlegen, wie ich das hier regeln werde, ne? So. So, lass mich doch mal hier nachschauen. Da hat sich ja jetzt keine Nebenquest mehr aufgetan, ne? Das ist nur noch die Hauptstory, die übrig ist, ne? Und die Gegner sind jetzt wahrscheinlich Level 18 oder so, ne? Ja. Yep. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeguckt. Aber ja, macht Sinn, ne? Ich habe gerade auf den höchsten Schwierigkeitsgrad kann man nicht so Zufallskämpfe machen. Bei den höchsten Schwierigkeitsgrad will ich auch noch mal irgendwann tackeln, so offscreen. Einfach nur so, um so einzuschnippern. Aber ja. So, wir sind im Tempel von Gralon. Von dem letzten Drachensiegel erwartet die Armee des Firmengottes eine finstere Überraschung. Genau, Vale hat ja irgendwie so gesagt, so, die hat ja irgendwie mit ihren übersinnlichen Kräften hat sie irgendwie so vorausgescoutet, wo das nächste Siegel ist. Und dann hat sie gesagt, oh oh. Und dann hat sie gesagt, na, ist keine Sorge. Genau, und ich habe gedacht, wie heißt die nochmal? Die Mutter? Lumera? Ich habe irgendwie vorausgesagt, Lumera erscheint hier, ne? Weil das irgendwie am meisten Sinn machen würde. So eine wiederbelebte Lumera hier als Verzerrte. Das wäre das Einzige, was ich mir jetzt denken könnte, warum Vale jetzt hier nicht sagen würde, so, oh, hör mal, das ist diese Person, ne? Könnte auch irgendwie, weil nicht Zephyr oder Gris sein, aber das wird irgendwie, dann wird das irgendwie nicht erklären, warum sie halt nicht sagen würde, ne? Deswegen würde ich das jetzt raten. Aber guck mal, Tempel 25, Tempel von Gradlord. Vor dem letzten Drachensiegel erwartet die Armee des Firmengottes eine finstere Überraschung. Das habe ich gerade schon vorgelesen. Ich weiß nicht, warum ich das nochmal. Aber egal. So, dann gehen wir da rein, ne? Und das kann ja nicht das Finale sein, ne? Weil wir müssen ja diese Siegel ja brechen und dann auf zu Sombron, ne? Das letzte Siegel. Boah. So, sind wir da nicht schon mehr oder weniger im Hauptquartier des Bösewichts? やはりもう少し休んでから来た方が違うの。あのね。お願いがあるの。この中には私一人に行かせてほしい。必ず竜門を壊して戻ってくる。Mädchen, so hochgelevelt bist du auch nicht. そんな危険なこと承知できません。お願い、言う通りにして。 今回の敵とは戦わない方がいい。戦えば絶対に後悔する。
Ist definitiv meine Mutter, ne? Oh ja. Ich bin so gut. Sie klingen ein bisschen wie Boah Hancock. Aber ich denke alle irgendwie so. Ja, sie verzerrt. まあ、せっかく会えたのに、流門を置いて出てくるなんて。誤算だったわ。あれは、あの異形兵はベイルが作っていたのですか。いいえ、パパよ。指輪の力を経て、成功な異形兵を作れるようになったのね。流門を壊させないための策として。 Aber voll irgendwie Edo Tensei Vibes. So gegen Ende. このことを分かっていたんですね。母さんが異形兵となっていることを。でも彼女のことは助けてあげられない。指輪の力を使ってしまった今。うん。たとえ使っていなかったとしても、あれはあなたから起こせた奇跡よ。 異形兵となったものはもう戻らない。倒すしかないということですね。お兄ちゃんが手を下す必要はないわ。あとは任せて。でもここは寒いわ。お城の中へどうぞ。流門を壊しに来たのでしょ。大丈夫。すぐに襲うなんてことはしないわ。中でゆっくり。 Boah, Hancock. Aber ich finde alle irgendwie so so elegante Anime Charaktere. Haben irgendwie so diese Boah Hancock Stimme. Boah, ich hätte Wander mitnehmen müssen, ey. Königin Lomera. Dann suplex sie ihn einfach so in den Boden, weil er einfach keine Chance hat. Oh Gott, verwandelt sie sich in Drachen. Wir müssen in ihre, gegen ihre Drachenform kämpfen. Ist da was hier passiert? Sie hat uns reingelegt. Er hat gesagt, wir sollen reinkommen. Hat die Tür zugemacht. Ist einfach nur verschlossen und wir wissen einfach nicht, unsere Charaktere sind einfach zu dumm, irgendwie da reinzukommen. Wir benutzen einfach Butchon als so eine Ramme, um die Tür aufzumachen. Oh nee, jetzt ist sie da reingegangen. ああ。まあ、来てくれたのはあなただけなの？我が子に殺されるよりはいいでしょ。勇敢なのね。お話できて嬉しいわ、ベイル。あなたはあの子の妹なのだそうね。それなら私のこのようなものだわ。母さんと呼んでも構わないのよ。 嬉しい申し出だけど、私にはママの記憶があるから遠慮するわ。まあ、お母様の？どのような方なのかしら。優しくて温かくて愛情の深い人だったわ。物心がついた頃には死んでしまったけど、最後まで私を守ろうとしてくれた。いつかパパの封印が解けてしまったら、 その時間違った方に行こうとしていたら、家族として止めてあげてと言っていた。私をもう一度殺すというのね。痛かったわ、あの時の魔法。
Was soll diese Oscar-Performance? Ich muss ein bisschen Screentime aufholen. この程度今の私はソンブル様のおかげで前よりもうまく戦えるみたいなの。あなたとはできれば仲良くしたかったのだけれど、あのことを話しする前に殺されるのは困ってしまうわ。一度仕留めたからと見くびっていたのなら甘いわね。死ぬのはあなたの方よ。この欠陥品。 Was sind diese komischen Gesten von ihr? Hey, was geht ab? Butcheron ist tot, weil wir ihn als Ramme benutzt haben, aber wir sind jetzt drin, okay? Liegt einfach in dieser Family Guy Pose, wenn Leute irgendwie ausgenockt sind, irgendwo in der Ecke. Ich hätte es tatsächlich irgendwie besser gefunden, wenn das irgendwie so geregelt wäre wie damals in Naruto, wo die Leute immer noch ihren alten Charakter haben, aber ihr Körper gehorcht ihnen nicht und sie müssen trotzdem gegen ihre Geliebten kämpfen. Das hätte es irgendwie schwieriger gemacht, ne? Sie ist irgendwie jetzt viel zu cartoonisch irgendwie. Ich kann das irgendwie nicht ernst nehmen jetzt, ja. Ich bin nicht so gut. 愛情を一つも知らなかった敵なのに、どうしても殺す気にはなれなかった。だめだと思いながら、あなたの心を通わせた。あなたが私の名前を呼んだあの日から、私は一人じゃなくなったのよ。お願い、もう私を一人にしないで、ここに来て。 できません。母さんの兄貴、私に最後まで戦ってと言いました。何があっても、私が何を思い出しても、世界に平和をと願っていました。ええ、そうでしょう。そんなこと、どうだっていいじゃない。今の私は、あなたといることを望んでいるのよ。そうですか。よくわかりました。 今のあなたに、あの頃の母さんの意志はありません。おかしなこと。私はここよ。私があなたの母さんよ。いいえ、ずっと会いたくて大好きだったあの時のあの母さんはもういません。私はあなたを倒します。どんな敵でも立ち向かわないといけないと あなたがそう教えてくれたか。そんな悲しいわ。母さんはとても悲しい。あなたの妹が、お友達があなたをそそのかしたの。猛将士たちは竜の守人は何をしているの。誰もあなたを止めないのなら、
私がみんな殺すしかないわね。みんな戦闘準備を。ごめん、私倒すことができなかった。ありがとう。辛い役目を背負おうとしてくれたのですね。でもこれは私がすべきことです。目を背けてしまえば親友として、紋章師として、何より母さんの子として胸を張れなくなってしまう。共に戦いましょう。そして誰一人欠けずにソンブルの元へ。お兄ちゃん、でも涙が。みんな行きますよ。母さんの魂を解放し、最後の龍門を破壊します。Alles klar. Gut. Also werden wir sie nicht als Drachen bekämpfen dann? Oh Gott, was ist das? Ach, da sind noch welche. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Da sind schon wieder 14 Charaktere, ne? Zum Glück habe ich genau zwei weitere noch vorbereitet. So. Hier sind Schatztruhen, ne? Ich würde es sehr dämlich finden, wenn jetzt hier nur Diebe auftauchen würden in diesen. Sie hat keine Bewegungsreichweite, als ob sie da stehen bleibt. Ich versuch's mich hier auszutricksen, spielen, ne? Ich weiß doch, was hier passiert. So, ich sehe gerade Wille Glanz. Ich kann ihn nur vom Wurmkopf benutzt werden. Kann er wirklich Nah- und Fernangriffe? What? Okay, wir haben eine super Waffe. Okay, what? Aber sie hat doch gar keinen. So, dann haben wir hier eine aufwendige Verzehrung der toten Lumera, erschafft von Sombron. Warum hat sie, also ist ja auch, wir haben Gott, stimmt, sie hat die gleichen Waffen wie ich, also ist auch sehr viel stärker als ich. Okay, kümmern wir uns darum, sobald wir da sind. 52 Angriff, Geschwindigkeit 32. Also schon so ein bisschen, nervös macht mich das schon. Die Leute bewegen sich alle nicht. Okay. Was ich aber sehe ist, wir sind hier in einem Schloss. Ne? Schlosskapitel sind manchmal relativ chillig. Einfach nur, weil hier überall Wände sind, ne? Und wo Wände sind, da kommen Leute nicht vorbei, ne? Das heißt, wir können uns irgendwo verschanzen und einfach nur Leute hier kaputt hauen, während die auf uns zukommen, ne? So. Ich habe irgendwie so ein Verlangen, Wander mitzunehmen und mit ihm auf Lumera loszugehen. Aber er hat keine Chance. Ich könnte noch nicht mal angreifen, selbst wenn ich wollte, ne? Wenn ich mit dem Tomahawk auf sie losgehe, dann haut sie mir das Ding ja um die Ohren. Das heißt, geht nicht, ne? Einfrieren auch noch. Falle. Kampfmeister natürlich, aber die halten viel aus. Na, und hier sind schon einige starke Leute. Wenn sie da stehen bleibt, chillig, ne? Aber ja, wie doof, glaubt das Spiel bin ich eigentlich, ne? Als ob
die da jetzt stehen bleibt, ne? Die kommt da sowieso auf mich. Ich weiß doch, wie das Spiel mittlerweile abläuft, ne? So, aber wir haben ja uns finales Team ja schon zurechtgelegt, ne? Und zum Glück habe ich 14 Charaktere, ne? So auf Not noch vorbereitet, ne? So, der Nachteil ist natürlich Zellkopf und hier Madeline haben noch ihre Band Level auf 1, ne? Habe ich mir schon so gedacht, ne? Vielleicht gehe ich gleich hier noch mal zurück und lasse die auf Level 5 hochleveln, ne? Mache ich vielleicht sogar noch. Also warten, mache ich auch, ne? Kostet, glaube ich, nur so 300 Ocken oder so, ne? Aber ich wenigstens die auch so, das sind ein paar Werte, die ich halt bekommen habe, ne? Also ja, ich mache jetzt hier mal ganz kurz einen Schnitt, ne? Und wir sehen uns dann in 2 Sekunden wieder, wo ich dann ja schon hoffentlich alles so vorbereitet habe, ne? Also bis gleich. Oh, da bin ich wieder. Ja, ich habe ein bisschen die Embleme hochgelevelt von Nell und Rafael auf Level 10, ne? Das heißt, am Ende können wir uns wieder noch ein paar Bankspeicher anschauen, wo ich die jetzt gerade erst freigeschaltet habe, ne? Und ich habe Zellkopf und Madelines im Leben auf Level 5 hochgebracht, jeweils, ne? Einmal Hector und einmal Chrom. Mehr konnte ich nicht machen, weil mir sind echt gesagt die Dinge ausgegangen, ne? Die Bandfragmente. Das heißt, mehr konnte ich auch gar nicht machen, ne? So, ich wollte noch bei ihr gucken. Ja, sie hat die Erfahrungsdingens rausgenommen, weil sie bei Lev hat. Und ja, ich habe mich hier so schön positioniert und ein bisschen strategisiert, was ich als erstes mache in den ersten Zügen. Und ja, ich glaube, den ersten Zug haben wir so relativ gut im Griff, ne? Sieht aus wie ein lustiges Kapitel, ne? Ich hoffe, es wird nicht dadurch ruiniert, dass irgendwann die wieder auftauchen. Hier sind nämlich Treppen, habe ich gemerkt. Und hier kommen ganz sicher irgendwann Leute raus, ne? Und wenn da die rauskommen, ne, zu diesem Zeitpunkt im Spiel, dann ist das ganz schön dämlich, ne? Warum sollten Diebe von den Gegnern im Schloss des Superbösewichts? Die Idee von Dieben ist ja immer nur so, damit die ja Druck aufbauen, ne, für den Spieler, ne? Oh, du musst so schnell wie möglich den Schatz zu erreichen, weil wenn du nicht schnell genug bist, dann kommt hier ein Dieb und der schnappt dir halt weg und dann haut er ab, ne? Das ist so die Idee von Dieben, ne? Aber so storymäßig haben die für mich irgendwie noch nie Sinn gemacht, weil Diebe würden keinen Sinn machen, wenn die auf der Gegnerseite sind. Die können ja nicht Sombrons Armee irgendwie. Die können ja nicht irgendwie Teil von Sombrons Armee sein, ne? Weil warum würden die denn dann klauen, ne? Warum würden die dann hier die Klamotten klauen, ne? Oder wenn die irgendwie, als ich gegen Brodia zum Beispiel gekämpft habe oder so, ne? Warum sollten Diebe von Brodia irgendwie klauen, ne? Macht keinen Sinn, ne? So, jetzt nehmen wir mal an, das sind irgendwie so eigenständige Diebe, ne? Die irgendwie nichts mit Sombron hier zu tun haben, ne? Warum würden die ins Gebiet von diesem Superbösewicht gehen und sich denken, ja, da gehe ich mal rein, versuche mal was zu klauen. Was kann denn da schief gehen, ne? Also von der Lore her wird das gar keinen Sinn machen, ne? Ich glaube, hier läuft noch gar kein einziger Dieb rum, ne? Das heißt, da kommen wahrscheinlich noch welche, ne? Und da dreht mich jetzt schon auf. Ne, hier ist einer. Ne, das ist ein Wolfsritter. Okay. Ich habe nur einen Dolch gesehen, habe schon einen Herzinfarkt bekommen. Ich glaube, wir sind keine Diebe irgendwie am Rumlaufen. Erstmal. Aber die werden noch kommen. Ich sehe ja schon kommen. Wenn die kommen, bin ich darauf vorbereitet. Ich habe Etty mit Lin, ne? Ich muss sie einfach nur so schnell wie möglich hier hinbringen, damit sie schön abschießen kann, ne? Und ich habe auf der Seite Ivy und John mit Einfrieren, ne? Also, ich habe schon so ein bisschen darauf hingearbeitet, ne? Dass wir da was machen. Aber mal schauen, ne? So, wie gesagt, ich finde, das Kapitel sieht lustig aus. Schlosskapitel sind immer cool in Fire Emblem. Ich weiß nicht, warum wir getrennt sind, wie auch immer das gerade passiert ist, ne? Aber egal. Wir sind vorbereitet und ja, ich zeige dann, habe ich hier vorher gespeichert, ja, ne? Bevor ich Angst habe, ist, dass irgendwie wir direkt zum finalen Kapitel irgendwie so reingehen. So, normalerweise gibt das Spiel einen irgendwie so eine Warnung, so, hör, jetzt kommen hier gleich mehrere Kapitel, soll speichern, ne? Aber ich glaube, einmal ist das ja auch nicht passiert, ne? Ich habe irgendwie Angst, dass wir irgendwie hier weiterspielen und dann auf einmal heißt es, oh, nächstes Kapitel, Finale, boom, du bist schon direkt drin und kannst nichts mehr machen, ne? Da wird mich ein bisschen nerven. Allein deswegen habe ich schon mir irgendwie so meine Hauptcharaktere ausgesucht, ne? Für meinen finalen Kampf hier, ne?
damit ich wenigstens hier gut Charaktere habe, hätte ich auch. Also die Charakter, die ihr seht, werdet ihr wahrscheinlich in den letzten Parts hier noch häufiger sehen, ne? Außer ich habe vielleicht jemanden schon auf Level 20 gebracht, dann werde ich diese Person auswechseln für jemand anderen, um keine Erfahrungspunkte rauszuwerfen, ne? Ansonsten könnt ihr euch an die Gesichter hier alle mal gewöhnen, ne? Diese Mannequin werden ja bis ins Finale reinkommen. So, ja, man hat auch geklärt. Ich würde sagen, los geht's. Zettel Lumera besiegen. Okay, kein Text mehr, alles klar. Boah. Boah, ist ja mit Devil May Cry. So, ich habe hier so ein paar Sachen vorbereitet, ne? Hier gibt es nicht so viel, was wir machen können. Was ich hier mache, ist natürlich ihn hier empfangen. Ich habe ihnen ja die Waffe auch von links gegeben, ne? Von die Vale vorher hatte, ne? Also ja, ihn packen wir hier hin. Boom. Die Sache haben wir schon mal geklärt, ne? Die werden den nicht treffen. Hört sich echt an wie Devil May Cry. So, hier sind nur Helden mit Äxte. Da kann sich Zelkov drum kümmern. Zum Glück haben wir hier jemand eine Säule hingepackt, ne? So, hier ist ein Schütze mit einem Langbogen, ne? Was ein bisschen gefährlich ist. Und ja, Etty kann ihn leider nicht erledigen, ne? Weil sie nicht doppelt. Den hier müssen wir ignorieren erstmal. Was ich aber machen will, ist hier Enya anlocken, ne? Und zwar Enya Erdvorrat, ne? Was ein bisschen gefährlich ist, ne? Aber er erreicht uns auch hier von überall, ne? So, ich kann auch niemanden hier platzieren, um ihn anzugreifen, weil dann kommt er, greift mich an, ne? Dann kommen die beiden Wolf-Dinger hier, die kommen und werfen ihre Messerchen hier rüber, ne? Also hier kann ich auch nichts machen. Also was ich machen kann, ist, ich mache, weißt du was, ich mache das eigentlich so, ne? So. Sie wird halt überleben, sie wird nicht gekrittet hiervon, ne? Was ist ein kritischen Ausweich? 22, ne, aber Crit-Chance. Crit-Ausweichen ist 16. Dann machen wir folgendermaßen, ne? Wir nehmen hier sie mit dem Langbogen, damit er schön auf sie losgeht. Und dann platzieren wir den Hauptcharakter daneben. So, ich glaube, hier sind ein paar Leute, die mit Falle rumlaufen. Was ein bisschen nervig ist. Was ist diese Reichweite hier? Faktur, so ja, Faktur ist jetzt nicht. Faktur finde ich voll dämlich. Das ist jetzt nicht viel anrichten. Ja, oh mein Gott, mein Charakter hat seine Waffe. Kann sowieso nicht easy erreichen. Wird wahrscheinlich auf ihn losgehen, ne? So, ihn will ich hier platzieren, damit sie mehr Schaden macht. So. Wir hier hin. Ich wollte erst Lapis da reinpacken, ne? In dieses, diese Säule, aber mein Gott. So, okay, ja, er wird Faktor jetzt hier auf ihn einsetzen, aber oh mein Gott. Er kann ja nicht mehr angreifen. Soll ich ihn dagegen machen? So, die Situation, die haben wir ein bisschen mehr zu erledigen. Und zwar, oh Gott, wie habe ich das nochmal gemacht? Ich wollte. Hier ist ein Typ mit Bolganon, ne? Den können wir erreichen. Ich glaube, Anna müsste den erledigen. Nicht dazu richtig? Ja, sie müsste ihn genau erledigen, ne? Ja, das haben wir erledigt, ne? So, dann sind hier noch ein paar Leute, die wollte ich auch noch mit kaputt hauen, aber den kriegen wir nicht down. Deswegen wollte ich ihn ja erstmal machen, ne? Aber wir können trotzdem schon mit Anna hier ihn erledigen, ne? So, dann habe ich nämlich genau ausgerechnet und ja, habe ich mich gewundert, aber ja, Anna kriegt den genau down, finde ich sehr gut. So. Und die anderen beiden haben alle keine Fernkampfwaffen, das heißt, die können uns wortwörtlich nichts machen. Das klingt wie Devil May Cry Musik im Hintergrund. So, jetzt wollte ich mit ihm mal kurz dabei drüber werfen, weil er kann sich, er hat ja Sigurd ausgerüstet, das heißt, er kann dann mal angreifen und dann aus dem Weg gehen. Jetzt können wir mit jemand anderen den Typ erledigen. Na, wir gehen ja weiter.
Und jetzt schnappen wir uns einfach irgendjemanden, der sich hier um den kümmert. Zum Beispiel Jean-Claude Van Damme, ja. Naja, haben wir schon mal wieder zwei Leute hier erledigt. Jetzt nicht erreichen konnte, aber zum Glück kann er ihn erledigen. Ja, das war ein relativ chilliger erster Zug. So, er hat keine Fernkampfwaffe. So, zur Not hat hier noch Temera mit Ike. Sie hätte dann irgendwie hier jemanden mit Verlegung wegschieben können, ne? Aber brauchen wir ja nicht, ne? So, hier sind Schwertkämpfer, die sind auch relativ chillig, würde ich sagen, ne? Packen wir einfach Temera hier hin. Ihr habt 27. Also mal mit der Meisterlanze 36 Schaden. Wie viel habt ihr? Okay. Also ja, der erste Zug. Weiter habe ich nicht gedacht, ne? Aber das ist der erste Zug. So, packen wir hier hin. Cool. So. Oh nein, erst gebrochen. Was mache ich jetzt nur? Zerkopf macht sein Ding ja, ne? Steht hier in dem. Als ich ihn gegen Chrom kämpfen ließ, ne? Er hat ihn voll fertig gemacht. Also er hat Chrom fertig gemacht, ne? Also und Madeleine hat auch voll. Ja, entschuldige, was soll ich? Wollte schon sagen, wie hat der mich getroffen? Aber es war wieder diese blöde Assistenzangriff, ne? So. Boah, ich habe erst gedacht, 13% kommt von denen. So, cool. Also ja, ist alles so abgelaufen, wie ich mir vorgestellt habe. Ne? So, wenn du ihn jetzt noch kriegen willst, das wäre super cool. 41%, komm. Adios. Ich werde aber nicht killen. Also ja. Es kommt natürlich wieder alles drauf an, was jetzt hier noch kommt. Ne? Und ich wette, hier kommen noch eine Menge üble Sachen. Weil jetzt sieht es noch zu einfach aus, ne? So. Hm, ja, jetzt kann ich ihn aber auch nicht da wegpacken. Hm, so, hier wird es schon wieder ein bisschen nervig. Ich muss das hier irgendwie ablocken mit Leuten, ne? So, ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, ihn hier erledigen zu kriegen, oder? Was eine Crit-Chance von 17. Du hast genau Crit-Chance. Ne, 1% Crit-Chance kriegt sie. Aber ich glaube, das ist eigentlich okay. So. So, wir machen den ja, ne? Boom. Also mal gut, immer wenn ich Etty dabei habe, ne, sie reißt immer voll viel, ne? Kann sich immer auf der verlassen, ne? So. Ach, das ist ja ein Nahkampfdingen. So, dich mache ich erstmal hier. Du kümmerst dich um was auch immer hier alles ist, ne? Kann sich auch da raus bewegen eigentlich. 106 ausweichen. Klingt wie Devil May Cry, ganz ehrlich. So, ja, du musst den mit dem Tomahawk ja fertig, ne? Weiß ich, ich weiß jetzt nicht, oh, perfekt gereicht. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Gegner jetzt alle auf mich zugestürmt kommen. Weil ich wieder schon hier Leute angelockt habe
oder so, aber gut. Sie hat eine relativ hohe Ausweichfähigkeit, ne? Aber ich glaube nicht, dass das gut ist, sie da einzupacken. Ich muss diese Leute hier abblocken, ne? So, ich mache mit Abwehrhaltung den hier wahrscheinlich, ne? 33 Schaden, 32, 33. Ihr sagt das doch gleich. Macht ja nichts an Schaden hier, der Kollege. Warum nicht, ne? So. Dann packen wir sie hier hin zum Heilen. Nur zwei? So, du warst doch in der Lage, ihn zu erledigen. Oh ja, und wie du was warst. Also Schlosslevel sind ein bisschen übersichtlicher, deswegen machen ja so viel Spaß. Du hast überall Wände, du musst eigentlich nur immer darauf achten, was irgendwie in deinem Raum hier alles passiert, ne? Es kommt nicht irgendwie so Pegasus-Ritter, die von überall angeflogen kommen können, ne? Und dann irgendwie deinen gesamten Tag ruinieren. So, ich meine, diese Skelett-Typen sind jetzt natürlich... Die sind noch nicht mal schnell genug, um sie zu erledigen. Hast du 22 Schaden? Jetzt hier wird aus 24. Oh ja. Oh, ne, warte, muss ich hier hin. Und der Kretz wäre natürlich auch cool. Okay. Okay, musst du nicht, ne? Musst nicht. Alles okay. So. Ach, dann kann aber der blöde Dings sie erreichen. Ah. Du machst 41 Schaden, du kannst aber nicht doppeln. Du wärst mit dem Langbogen nur sie erreichen können, ne? Das heißt, du machst 35 Schaden. Aha. Also warte, mache ich als letztes, ne? Ich kann ja auch einfach so stehen hier lassen, ne? Glaube ich. Ich könnte ja auch eigentlich alles so stehen lassen, jetzt wo ich daran nachdenke. Machen wir als letztes, ne? So, dann. Oh ne, ich krieg den gar nicht. So, wir müssen so schnell wie möglich hier hochgehen, ne? Wegen Einfrieren und so, ne? Falls die Liebe kommen. So, irgendeiner hier hatte Falle. Ja, er hier. Ich weiß nicht, wie ich da drum herum arbeiten soll. Ich kann einfach da reingehen und den ja erledigen vorher, ne? Der tut sich ja nicht bewegen, das ist halt cool daran. Den kann ich down. Irgendjemand hat 29 Schaden gegen den. Komm. Ich meine, wenn ich hier mit all drei auf den losgehen, ne? Da kriegst du den down. So.
22 mal 2. Also, versuche 59% kommen. Dank. Sehr gut. Yes. Ich will es jetzt verstanden irgendwie. Du da rein, machst du ihn ja platt, ne? Machst du doch, oder? Tust du das für mich? Alter Gott. Ich weiß nicht, dass er die ganze Zeit mit dem Silberschwert geworfen hat, immer noch relevant ist, ne? Also für ihn. So. Boah. Sind diese Level-Ups heute? Letztens war halt viel besser. Treffer 100. Der ist ein mystischer Teil, das wird. Aber ich weiß auch nicht so genau, wie das so mit der Treffergenauigkeit von Stäben funktioniert. Ne? So, machen wir den hier. Donk. Ich weiß nicht, ob das reicht. Und ich muss ich hier mit. Ach, kann ich gar nicht. So, dann hat er 23, ne? Oh, reicht doch sogar. So, ja, dieser Typ mit der Falle, der ist natürlich ein bisschen nervig. Aber wird schon, ne? 60 Schaden, Alter. Schon, mach mal halb lang. So, jetzt will ich einen Killer-Level absehen. Ja. Sehr gut. Verteidigung ist schon maximiert, das heißt, ihnen haben nur zwei Werte jetzt hier gefehlt, ne? So, ich werde wahrscheinlich ihn anlocken müssen. Ja, mehr Leute, ne? Wie mache ich das hier mit ihm, ne? Hier wäre eigentlich Etty nicht schlecht gewesen, ne? Ich kann natürlich erstmal die ganzen Leute hier platt machen, ne? Bringt jetzt nichts, den Typen mit dem Langbogen hier anzulocken, ne? Dann kriegt er hier einmal Schaden rein und ja. Wie viel Schaden machst du eigentlich? 35? Ja, ja, okay. Ja, aber dann hockt er da und das mache ich dann. Dann warte ich lieber hier, ne? So, und dann müssen wir hier die Situation ausprobieren, ne? Ob das funktioniert. Er kann so ein bisschen daneben gehen. Ausweichen von 25, ne? So. Ach, kriegt ihr gar nicht down mit dem einen Schlag. Oh mein Gott, jetzt sehe ich ja erst. Sehe ich ja jetzt erst. Ne, da müssen wir hier. So, wer kann denn dann auf ihn losgehen, ja? Natürlich mit ihr ihr Dings machen, ne? Bündnis. Reicht auch nicht. Du machst mich fertig. So, wenn ich den ja offen lasse, ne? Er sich ja mit den Leuten zusammentut. Er kann nur mit seinen langen Bogen
meinen Hauptcharakter erreichen. Er macht irgendwas mit nichts Schaden. Er macht, glaube ich, gar keinen Schaden. So, du kannst auf. Nur er ist ja der gefährlichste. Hier wird gedoppelt, aber er nimmt sofort von gar keinen Schaden. Ne? Ich glaube, das so zu machen wir eigentlich der klügste. Ne? So, dann machen wir so. Ne? Guck mal, macht. Müsste eigentlich in Ordnung sein, so, ne? Oh nein. Ist dämlich positioniert. Nicht von meiner Sicht aus, sondern von deren Sicht. Geht jetzt auf ihn los. Tut mir leid, aber selbst wenn ihr euch alle zusammen, ich glaube nicht, dass ihr meinen Hauptcharakter down kriegt. Verlauf. Hab jemand einen anderen an, der hat schon Maximum. Boah. Guck doch deiner an, ey. Mein Hauptcharakter kriegt doch nicht mal mehr Erfahrungspunkte. Und das Spiel weiß das, ne? Na okay, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so dämlich war, aber okay. Ich habe gedacht, ah, wenn wir den Hauptcharakter kaputt kriegen, ne, dann haben wir gewonnen. Ja, ja. Hätte ja sehr viel schlimmer ausgehen können, finde ich. So, dann haben wir noch einen mit Voron. Warte, den kann ich sogar treffen von hier aus. Ich muss mal kurz gucken. Nehmen wir mal an, da kommt ein Dieb, ne? Selbst wenn da jetzt ein Dieb irgendwie auftauchen würde, sie wird den immer nur erreichen. Das heißt, ich kann ja locker mit ihr stehen bleiben, ne? So, und da ist der nächste mit. Ich meine, ja, ne? Also. Ah, oh, wie Events. Stimmt. Konnte angreifen, vorher zurück angreifen konnte. So, ja, das hat die Situation entschärft, ne? So, ich möchte am liebsten mit ihm hier in die nächste Säule reingehen, ne? So, ich habe nur Stilettes. Mach mal den Platz. Das ist das Titelthema von Devil May Cry 3 übrigens, ne? So, jetzt mehr Crit, ne? 32, kein Ding. Das ist ein Schaden gegen ihn. Warte mal, ich habe Voron, $11, ne? Ich glaube, das ist nicht so gut, ne? Ne. Ist eigentlich nicht so schlecht, aber. So, und er kann einfach ja durchlaufen, weil er ein Dieb ist. Klasse. So, oh, wenn ich den hier mache. Ich werde hochgebufft von meinem Hauptcharakter. Nein. Ach. Da müssen wir beide treffen. Okay. Hast du ein kurzen Silber durch? Ja, ich krieg die ja gar nicht down. Ja, ich krieg den gar, ich krieg sie gar nicht hier. Ich wollte sie eigentlich, ich wollte eigentlich mit ihr hier heilen, aber kriege ich gar nicht. Was, wenn ich ihn hier mache? Na, wenn ich jetzt sie hier hinpacke, ne?
Na gut, sie hat ein K, ja. Das heißt, sie wird sich selber heilen, wenn sie andere Leute heilt, ne? Na mal blöd, dass hier diese Kombi-Angriffe von Lucina irgendwie nie mit ihr einberechnet werden. Mit der ganzen Rechnung. 3 AP. Oh, wenn ich meinen Hauptcharakter hier hinhole, ne? Aber ich hatte jetzt richtig gerechnet habe, ne? Das hat eigentlich reichen. Daneben. Jetzt mehr ausweichen mit dem Teil, ja. Ja, da müssen wir ja beide treffen. Wir können so viele Sachen daneben gehen, ne? Oh Gott. So viele Sachen hier schief gehen können. Oh, das ist aber überhaupt nicht schief gegangen gerade. So, oh Gott, 32, 33, oh oh. Sind 32. Oh nein, das wird nicht gut ausgehen. Obwohl, hier. Den habe ich ja auch noch. Aber er wird auch nicht genug Schaden machen. Außer hier Lucina kommt und haut noch mit rein, ne? Vielleicht kann ich ja irgendwie die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Wenn Lucina jetzt noch dabei hilft, dann könnte halt was werden. Oh, was machst du denn da? Ich hätte vielleicht noch die Waffe wechseln sollen, ne? Ja, vielleicht gehen die beiden auf ihn los, was glaube ich ein bisschen sicherer wäre. So, das Problem ist, ich kann ja kaum gegen die kämpfen, weil... Kann ich ihn erledigen? Nein. Ich kann ja kaum gegen die kämpfen, weil hier so ein Typ mit Falle steht, ne? Ja, alles voll ruiniert. Den Schützen, der Schütze ist gar nicht näher gekommen, sehe ich gerade. So viel Schaden. Ich will auch nicht hier zurückgehen, weil ich genau weiß, hier kommt gleich ein Dieb, ne? Und wenn ich jetzt weiter zurückgehe und mir Zeit lasse, dann komme ich ja nicht davor voran, ne? Was ich auch machen könnte, ne? Ich könnte mit ihr Ike anwenden, ne? Aber er macht ja einen Schaden, ne? Dann setzt er Falle ein, ne? Tut mich dahin packen, ne? Ja, mache ich sogar auch. Er hier ist allerdings. Ich muss mal hier kurz was machen. Was ausprobieren, ne? Oh ja, warte. Guck mal hier. Oh, Ritter tot, ne? Warte mal, kann ich die alle mit einem Schlag? Oh, schade. Naja, aber zwei von denen. Guck mal hier. Machen wir den. Und ich gehe jetzt da durch und mache euch alle platt. Ich brauche sowieso nicht so viel Bewegung hier. Denn die werde ich ganz sicher nicht die Dings hier erreichen. Die Diebe sind Wände überall in der Nähe. So. Ich kann ja mal den Schützen anlocken mit ihnen, ne? 41. Da kann ich aber nur mit dem Langbogen erreichen, ne? Also 35. Ein Schaden. Das waren leider so viele Verteidigungspunkte.
So, und dann gehe ich hier hin mit ihr wahrscheinlich, ne? Oder mit jemand anderen, der noch 4 Reichweite hat. So, Moment, nur sie ist. Warte mal, aber sie. Oh Gott, ich treffe ihn nicht. Ich brauche. Ne, reicht nicht. Weg. Ist weit weg. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl, als Falle einzusetzen. Ich kann natürlich auch versuchen, ihn zu treffen, ne? Nein, versuchen müssen was, ne? So, jetzt haben wir so ein kleines Problem, ne? Sind hier nur 40, 41. 40. Aber die haben sind wieder alle Assistenten. Das heißt, die machen ihren blöden 8. Die machen ihren blöden 8 Schaden trotzdem, ne? Mein, ja, ich kann nicht uns versuchen. Ich meine, sie nimmt keinen Schaden, ne? Sie bekommt von ihnen Schaden, wird aber nicht gedoppelt, ne? Das heißt, sie muss jetzt eigentlich den hier machen. So, Gott. Ich auch kaum getroffen, den Typen hier. Sie hat schon Treffer plus 15. So. Hm, mal gucken, wie das ausgeht, ne? Macht sie noch mal Steinader. Oh, ist auch nicht schlecht. Mal ein bisschen wie Final Fantasy Musik. So, ich weiß ja nicht, wer ja schon wieder als erstes sich bewegt, ne? Aber vielleicht habe ich ja Glück. Oh, ja, die abläuft, ne? Oh, nein, weiß das schon wieder. Na, was? Was für ein Bullcrap kommt jetzt hier? Ist mir nicht gefallen, ne? Ist mir überhaupt nicht gefallen, oder? Was ist das?